So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, im letzten Part haben wir die Kanalisation ein ganzes Stück weit geschlossen. Huch, das war komplett falsch. Ich dachte jetzt irgendwie, ich könnte schießen, aber gut. Und ja, in dem Part hoffe ich noch, dass wir endlich aus dieser Kanalisation rauskommen. Und das Banner sieht wunderschön aus. Ich bin begeistert. Egal, wir gehen weiter. Denn hier hat sich ja da hinten jetzt eine Tür geöffnet und da gehen wir jetzt durch. Und hallo, Maus. Na? Komme ich an dir vorbei? Jo, komme ich. 2500 Gold. Nett. Das war knapp übrigens. So, doch. Genau wie das. So, irgendwo war hier noch eine Maus. Mauseloch. Genau da ist es. Hier gab es noch irgendwas. Ein Blitz. Und der Blitz ist nicht eine VM, sondern eine Waffe für Genes mal wieder. Und die werden wir ihm gleich ausrüsten. Jawohl. Und da ich weiß, dass sie gleich in Kampf kommt, werde ich doch mal kurz Mana heilen. So ein bisschen zumindest. So. So. Das dürfte reichen. Habe ich denn noch magische Augen? Ja, 5 Stück. Ja, die dürften auch reichen. Okay. Aus, lass mich mal in Ruhe. Dankeschön. Denn hier hinten. Hier hinten. Ach, hier ist noch ein Loch. Genau. Stimmt ja. Okay. Dann gehen wir da auch noch. Hallo Maus. Lichtkarte. Das ist eine Karte für Xena. Oder Karten für Xena. Die Donnerattribut machen. Kein Lichtattribut. Schade. So. Und jetzt hier. Cutscene. What's going on? I sense danger. We've been waiting for you, travelers from Silverant. The Pope promised to lighten our sentences if we got rid of you. We've got nothing personal against you, but we need you to die. Ja, wir haben nichts gegen euch persönlich, aber wir töten euch jetzt. Was zum... egal. Ja, wir kämpfen jetzt gegen die drei Sträflinge und die müssen wir jetzt scannen. Hallo, na. Und ich würde sagen, ich hau erstmal ein Z rein, nicht wahr? Bam! Judgment Photon Lightning! Yeah! Schön, das hat schon mal ordentlich abgezogen. Wen habe ich denn getroffen? Irgendjemanden? Okay. Ach, den da hinten habe ich getroffen. Alles klar. Schu, hua, heia. Ich glaube, ich mache aber erstmal den kaputt. Der Fraß. Zack. Zack. Ach, ist schon down. Okay. Wow, schön weggekickt. Zack. Zack. Wusch. Aua, au, 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 au. Das tut weh. Bam. Und er ist down. Und der dritte auch noch. Wupp, wupp. Ich wünsche mir wirklich, Brasilia wird langsam mal eine Level 2 Attacken lernen. Das wäre echt toll. Wieder da. Thunder Blade. Und da ist down. Ja, war jetzt nicht allzu schwer, ne? Aber ist ein kleiner Mini-Boss. Mini-Boss. Don't move. If you move, the Chosen dies. Understand? Whoa, whoa, whoa. You think you can get away with doing something like this to the Chosen? One who plots the destruction of the world can no longer be deemed Chosen. Oh. Hey, Lloyd. If you abandon me here, I swear I'll come back to haunt you. Just had a sudden violent urge to abandon you. Whew. Ah.
You're... Retreat for now. Damn, these guys are too strong. Looks like it's over for now. Thank goodness everyone's okay. Was das für ein Typ war? Das erfahren wir später. Das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Nee. So. Jetzt kommt hier. Ist hier eine Kiste. Und warum ich ins Menü schaue, bevor ich eine Kiste aufmache, hat einen ganz einfachen Grund. Weil. Ne? Mimic Time. Auf geht's. Ich hoffe doch, dass wir die schaffen. Aber ich denke schon, weil die machen wir ja mit Nahkampfangriffen wieder keinen Schaden. Oder? War das die Kiste? Doch, ja. Genau, ich mache keinen Schaden nämlich und deshalb muss ich warten, dass Genis und Rain und Poletti töten. Judgment! Jo, das war schöner Schaden. Photon! Dürfte aber schnell erledigt sein. Wenn Rain mich mal heilen wird. Was sie nicht tut. Warum auch immer. Habe ich jetzt First Aid wieder eingestellt inzwischen eigentlich? Ja. Dankeschön. Danke, dass du mich geheilt hast, Ray. Das ist ganz toll von mir. Stalagmite. Das wird wahrscheinlich töten. Nicht mal. Schade. Ich bring's nicht bei Mana, wenn ich den schlagen tue. Jetzt hör auf, mit deinem Zeug hier rumzuwerfen. Thunderblade. Bam. Alter, wie viel hast du noch? 260, okay. Oh, Tom! Jawohl, und da ist er down. Eine Teilung haben wir bekommen. Hey, ist ja ganz toll. Und ein Elixier, das ist doch schon viel cooler. So, und damit sind wir endlich aus dieser Kanalisation raus. Meine Güte. Wir haben es endlich geschafft, in die Stadt geschafft. Ja, jetzt können wir meine Freunde treffen. Wie sind denn deine Freunde? Ich war schon knapp auf meine Mentalkräfte. Dann habe ich das Beschwören gelernt. Außerdem wurde Corrin dort geboren. Okay, dann gehen wir zu diesem Institut für Metallkräfte. Yay! Wir sind wieder Meltorio. Hey, wow, das hat ein bisschen gedauert, die Kanalisation. Ich bin ja... wow. Krass. So, ich möchte erstmal bitte magische Augen kaufen. Ganz dringend. Ganz viele. So. Und ein paar Gele. Will ich Gele? Ja, ein paar Orangengele auf jeden Fall. Machen wir mal 10 Stück. Ein Ananasgel und so, hä? Aber ich habe genug Geld, ne, eigentlich. Aber, ich weiß, dass mir bald eine neue Stadt kommt. Ich lasse es mal lieber. So, ich wollte erstmal zu dem Ausrüstungsladen schauen. Ob ich irgendwo noch eine Ausrüstung vergessen habe. Mache ich mal schnell. Habe ich ja jeden schon ausgerüstet? Muss ich auch noch mal kurz durchschauen. Aber ich denke doch schon. Sie hat immer noch ihren Rubinstab. Ist ein bisschen... Ne. Den ignoriere ich einfach. Habe ich ja angepriesen. Außer wenn ich wirklich was über habe. Ich glaube, ich müsste alles haben. Ich schaue trotzdem lieber noch mal. Ne? Wo ich was vergessen habe. So. Irgendwas besser. Ja. Ich habe sogar noch was vergessen. Interessant. Was hat denn Shena als Ring dran? Moment. Achso, der hat die Brauthandschuhe. Ja, okay, das passt. Okay, dann sind wir jetzt komplett. Alles klar. Wollte ich nur noch mal kurz schauen. Und dann gehen wir jetzt zum... Forschungslabor. Ich könnte mal heilen, ne? Ah ne, wir werden eh geheilt. Ja, wir werden eh gleich geheilt. Okay, ja, vergesst alles, was ich gesagt habe. So, da ist nämlich das Dings. Bums, hier und so. Achso, das ist wieder nicht synchronisiert. Natürlich! Schöner, du bist es. Kuchinava, was machst du denn hier? Ich bin auf geile Mission, und du? Wir haben, ehrlich gesagt, ein Problem. Meine Freunde und ich müssen über die Brücke. Freunde? Sie sind aber nicht aus Missouri. Sie sind auf Silverrun.
Leute, die alle! Das ist der Freund aus Bisou. Er heißt Kuchinawa. Schilder und ich sind zusammen aufgewachsen. Freuen mich, euch kennenzulernen. Ganz unsererseits. Ich gehe mal mit den Leuten im Institut reden. Ihr sollt uns das auch anhören. Boah. Ist doch der Wahnsinn! Das ist doch Wahnsinn! Was ist denn? Hört euch das an! Wir sollen das Meer in einem Elementarboot überqueren. Einen Element... Was? Ein Elementarboot genannt. Elementarboot genannt EB. Kompaktes Transportfahrzeug. Von X-Fis gesteuert. Höchstladergewicht 1400 Kilogramm. Höchstgeschwindigkeit dreimal so hoch wie die modernen mit X-Fis versehenen Transportmittel. Derzeit hauptsächlich von Frachtunternehmen für die Auslieferung verwendet. Sind wir vielleicht Pakete? Das Elementarboot absorbiert Mana aus der Atmosphäre und schüttet in die Luft aus. Dadurch wird eine Gegenreaktion erzeugt, die es vorwärts treibt. Wenn wir Undine dafür verwenden, kann unser EB Welt reiben. Welt reiben? Wunderschön. Ist denn kein anderer Weg? Die Brücke ist gesperrt. Für einen Ozeandampfer braucht man Ausweise, aber ihr habt ja keine. Außerdem habt ihr zwei Halbelfen dabei. Nicht das schon wieder, nicht das wieder. So ist das in Tedeala nun mal. Wir kommen auch fast nie aus diesem Gebäude heraus. Ich glaube, ich will dich. Könnte ich einfach alle wieder da rauskommen? Ja, was hilft das Triebsablassen, wenn ihr dafür das modifizierte EB für uns herstellt? Wenn ihr einen Tag wartet, haben wir es fertig. Okay, ja, da hören wir uns in meiner Villa aus. Da warten doch sicher die Lakaien des Patriarchs auf uns, oder? Ihr müsst die Nacht in der Stadt verbringen. Also, ist es auch egal, wo wir sind. Gefährlich ist es auf jeden Fall. Ja, das ist aber recht. Der Villa liegt im Adelsviertel zur Rechten von Schloss Tedeala. Das ist ein auffallend großes Gebäude, ihr könnt es also nicht verfehlen. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. So, das Adelsviertel ist hier oben beim Schloss, wie gesagt. Corinne in Gefahr. Während der Mittag ist er ebenfalls zu Forschungsobjekten, oder? Ja, damit wir Mana als Energie ersetzen können, müssen wir die Elementargeister selbst studieren. Was sind denn? Wie wurden diese Entitäten, die man als Elementargeister kennt, geschaffen? Und welche Effekte haben sie auf diese Welt? Mau, ich nenne die Forschung alle Elementargeistern ab, Mau! Warum? Mau, ich tue es eben. Mau. Gott, musste wer davor schon schmerzhaftes mit Männern aushalten. Oh, stimmt ja. Grün ist ein kürzlich geschaffener Mittaggeist. Faszinierend! Oh oh! Was ist denn wieder her? Sehr schön. Gut, wir gehen noch in die Villa rein, würde ich sagen. Das machen wir noch in dem Part. Ist ja noch eine Minute haben wir noch oder so. Auf geht's. Ja, das ist nee, das ist das falsche Schloss. Ich wollte schon sagen, das Gebäude kann man nicht verwechseln, aber da gibt's noch ein größeres, nämlich das hier. Ja. Geht er nicht prompt ins falsche Gebäude rein, natürlich. Willkommen daheim, Außerwälder. Naja, ich bin mir da. So was passiert, wenn ich weg war. Ich wurde vom Patriarch und einem Boot seiner Majestät in die Aller des 18. instruiert. Bescheid zu geben, sobald der Außerwälder zurückkehrt. Na, das könnt ihr ignorieren. Jawohl, Sir. Und wer ist das mit den zwei Schwertern? Mein Amigo. Bitte euch wie zu Hause. Erzähl was brauche, Sir Amigo. Sag sie mir Bescheid. Ja, ja. Ich heiße nicht Amigo. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, bevor wir hier mit allen quatschen, oder? Quatsche ich doch mit allen? Ja, komm, ich quatsche doch mit allen. Ich bin jetzt noch nicht im Pfad. Hallo, na? Mein lieber Wilder. Wilder. Das scheint ein Vertreter von Zivas Bruder zu sein. Ja. Was sagst du? Ich ist gut.
Bist du es komisch, dass ich Blumen mag? Nö. Diese Geschenke sind Anerkennung von meinen Zuckerpüppchen. Es ist nicht einfach so beliebt zu sein. Ich. Hm? Du bist sehr hübsch. Hübsch? Was ist das? Ein Kompliment gemacht. Ah, dann bist du auch hübsch. Ach ja, wunderschön. Und so, und hier könnten wir uns bei dem... Willst du jetzt zu Bett gehen? Nö. Bevor wir zu Bett gehen, würde ich erstmal sagen, das war's aber wieder für heute von Let's Play Tales of Symphonia. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.